So, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Ich bin mal wieder auf der Suche gewesen, weil ich ein Bild vorhabe, ein neues. Diesmal bin ich unterwegs gewesen, um ein paar Motoren rauszusuchen und nach langem Schauen, denke ich, habe ich den für mich absoluten Knaller gefunden. Genau diesen wunderbaren Motor hier, das ist ein Semcook DYS oder DYS Motor. Und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, scheinen die Dinger wirklich erstaunlich zu sein. Und warum, werde ich wahrscheinlich erst beim Fliegen sehen, aber von dem, was ich sonst darüber gelesen habe, sind sie wirklich der Knaller. Der Motor selbst ist aktuell wahrscheinlich der beste billige Motor, den es überhaupt auf dem Markt gibt. Ich habe bestellt, da hat er das Stück 8,21 Euro gekostet. Von den Performance-Werten her ist es wie ein 20 Euro Team-Motor. Also ich habe für alle vier Motoren jetzt 32 Euro bezahlt. Das ist wirklich der absolute Knaller. Wenn so ein Motor mal kaputt geht, dann braucht man sich hier keine Sorgen machen, um den zu ersetzen. Ja, die Dinger haben nicht nur extreme Leistung, wie ich es gesehen habe, sondern können auch verdammt schnell werden. Aktuell gibt es den Motor in drei verschiedenen Versionen. Einmal ein 2206 als Version, dann 2207 und wie ich es hier bestellt habe, ein 2306. Die KV-Werte gibt es auch unterschiedliche, je nach Version. Die gehen von 2250 KV bis hin zu 2800 KV. Für mehr Infos zu den jeweiligen Serien oder Versionen habe ich euch in der Beschreibung mal einen Link beigefügt. Könnt ihr einfach mal draufklicken, könnt ihr hinmanövrieren. Findet auf jeden Fall noch mehr Informationen als jetzt im Video vorgestellt. Ja, wie gesagt, ich habe mir den 2306er Motor gekauft mit 2800 kV und dafür werde ich, jetzt wo ich mich so richtig tief belesen habe, wohl 40 Ampere ESCs brauchen. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Zumindest habe ich nochmal in dem technischen Sheet ein paar Werte rausgesucht, um euch da so ein bisschen eine Idee zu geben. Ansonsten, ihr merkt schon, ich bin aus dem Häuschen. Bei dem Preis kann man wirklich viel erwarten. Ich bin tatsächlich gespannt, wenn ich ihn verbaut habe, was die Leistung am Ende dann wirklich dazu sagt. Zum Motor vielleicht selbst. Er wird geliefert hier in so einer Verpackung. In der Verpackung befindet sich zum einen der Motor. Dann noch ein Päckchen mit vier Schrauben, relativ groß. Und der Schraubenmutter da dazu, in so einer kleinen Verpackung drin, ist noch ein ganz niedliches Hinweisblättchen mit so einem bösen Teufel drauf. Fand ich super. Kann ich nicht alles lesen, aber viel Information braucht man ja nicht dazu. Ansonsten, der Motor selbst ist ein Leichtgewicht, wiegt nur 33,56 Gramm, also 33,5 Gramm. Der ist 2,85 cm breit hier und rund 3,1 cm hoch vom Schaft bis zur Sohle. Wenn man hier guckt, im Gegensatz zu den anderen Motoren ist hier relativ viel Abstand noch zwischendrin. Also sie werden aufgebaut, ist unten frei. Geliefert wird er jetzt mit flachen Magneten. Gucken, ob man das sieht, genau hier. Flache Magneten, die sind jetzt nicht so gut wie die rundlichen Magneten, aber für einen Preis von 8 Euro kann man da, braucht man auch nicht viel erwarten oder nicht mehr erwarten. Die sind trotzdem qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also ich würde es vergleichen mit einer Weile lang T-Motoren geflogen, T-Motor. Also mit einem T-Motor, der 20 Euro kostet, ist der locker vergleichbar. Ja, ansonsten ganz normaler M5-Schacht, Schaft, und auf dem Schaft habt ihr hier auch die Mutter mit dazu zum Draufschrauben. Ja, für alle, die es interessiert, vielleicht noch ein paar kleine technische Daten. Mein Motor ist jetzt das Beispiel mit den 2800 kV. Da ist es so, wenn ich hier einen 3-Zellen-Lipo drauf mache und ein paar 50-40 Props, dann zieht das Ganze 27,5 Ampere. Immer noch mit einem 3-Zellen-Lipo, mit einem 50-45er sind wir schon bei 30 Ampere, die ESCs auch leisten müssen. Und wenn ich auf einen 4-Zellen-Lipo gehe, deswegen hat es mich so erschreckt am Ende. Wenn ich nur mit einem 50-40er Propeller rangehe, dann zieht er schon 40 Ampere und mit einem 50-45er sogar 43 Ampere. Leistet dann natürlich auch fast 45.000 Umdrehungen pro Minute. Aber für
das Bild muss man wirklich schauen, dass die ESCs das mitmachen. Von den Serien gibt es noch andere KV-Zahlen. Bei meinem hier gibt es jetzt noch ein 2500 KV. Da ist es so, da verbrauchen die drei Zellen-Lipos zwischen 20 und 22 Ampere. Und die vier Zellen-Lipos liegen zwischen 30 und 35 Ampere, je nach Propellern, die man drauf macht. Die normale Wahl für den, sagen wir, ambitionierten Freestyler und vielleicht ab und zu mal Rennflieger tut es auf jeden Fall in 2250 KV-Motor. Da sind die Amperezahlen dann auch völlig in der Grenze. Das heißt, ein 3-Zellen-Lipo zieht da maximal 25 Ampere und ein 4-Zellen-Lipo geht hoch bis 25 Ampere. Das ist leistbar und das machen die meisten mit. Ja, ich bin schon ganz gespannt und ganz heiß, die Motoren zu verbauen. Vom Design her finde ich die sehr schick, mit dem Pfeilen hier oben drauf, dem offenen Design und der leichten Erhöhung hier. Was eventuell problematisch werden könnte, ist dadurch, dass die Magneten und die Spulen hier frei liegen, wird natürlich auch viel Schmutz reinkommen. Da werde ich aber mal schauen, ob ich euch einen Erfahrungswert mitgeben kann. Ja, das ist eine kleine Vorstellung von dem wunderbaren Motor hier. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie mir immer in den Fragen. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wie immer abonniert mich.